Luca, bist du ready? Du bist du spielbereit? Bist gerade wieder viel zu gut drauf, ne? Du hast wieder so viel Hunger, ey, das ist so. Was gibt denn am Tee? Merke ich nichts von. Das kannst du mir nichts erzählen. Und wenn du das merkst und ich nicht, dann läuft irgendwas falsch. Ja, ist ja auch Fruchtsaft. Versteht da? Fruchtsaft. Bist du jetzt hier mal spielbereit? Ich bin doch, du musst kommentieren. Ja, los, ich bin reden. Los. Atay. Ja, nimm die gleichen Trikots bitte. Warte, muss ich mal raus. So, wir sind wieder klassisch unterwegs, zumindest der Luca. Hier, Raff, kommender Gegner, Black SD. Ja, ich sehe schon die Chemie. Ah, geht nicht. Und dann haut er mich jetzt weg mit Bentner. Vier Tore. Calling, Bentner, vier Tore, sagt der Luca. Das ist kein gutes Team, ne? Aber das reicht. Das ist so Division. Das ist so, oh, er hat der Cat. Eritrea. Richtig. Und es regnet, also. Auf geht's, da Horn, Anpfiff, los geht's. So, wir haben hier den Fabregas zum Beispiel, der direkt mal einen Fehlpass auf Ibrahimovic macht. Und Matuidi, Pogba. Ja, der wird erstmal, ach Quatsch, das ist eigentlich alles in Ordnung. Und was man so sieht, das ist Bendner-Härte. So, Pass auf Ibrahimovic geht natürlich wieder schief. Was ist hier mit der Umstellung von dem Luca? Na, beim letzten Mal war nice. Wird das heute auch wieder schön? Lavezzi. Auf Lavezzi nach dem Doppelpass. Und Maxwell. Gute! War niemand dran, ne? Der Ibra überhaupt schon mal ein Kopfball doch gemacht? Klar. Gefühlt nie. Doch. Gefühlt. So, der Ball war jetzt nicht ganz so geil, aber du kriegst. Ne, du warst dran? Nein! Die fallen heute alle wie die Fische. Fliegen? Ja, ist schon wieder Domino Day. Domino Day. Gibt's das überhaupt noch? Stimmt, irgendwo in Sri Lanka oder was? Gibt's offiziell Domino Day noch mit der, wie hieß sie? Das weiß ich nicht. Die Blonde. Ja, die waren alle blond. Die Monique de la Chausson. Linda de Mol. Linda de Mol! Ja, da kenne ich aber nicht Domino Day, da kenne ich nur die Hochzeit da. Ja, die hat das auch gemacht. Aber ja, Linda de Mol, das war eine nette. Linda de Mol. Die war nett. Ich weiß nicht, ob es Domino Day noch gibt. Ich gucke seit 6 Jahren kein Fernsehen mehr. Von dem her kann ich euch das nicht sagen. Aber wenn, dann wird es auf jeden Fall nicht so gehypt. Und Domino Day gibt es nicht mehr, sagt ihr, dann wird das schon stimmen. Schön gemacht. Du hast gar keine Anzeige mehr. Ist mir egal. Bremovic macht ein Tor. Das war geil. Das war schön gespielt, ja. Das war sehr schön gespielt, ja. Das hat mir gut gefallen. Auch von Lavezzi vorbereitet. Hier ist richtig. Ausnahmsweise war ganz nice. Hier schon im Hackenjob. Ja, wenn er mal klappt, dann kann ich auch mal Ideen. Aber nur dann. Weil ich kann nur den Trick besser. So. Ja, Domino, der gibt's nicht mehr. Schade, also Domino, der muss ich wirklich zugeben, habe ich als Kind sehr geguckt. Ja? Fand ich mega geil. Nicht so? Nee, ich hab selber gebaut. Ja, ohne Witz. Ja? Meine Mutter ist dann immer durchgegangen. Nein. Geht der Domino mal hin? Geht jetzt nicht, ich muss da bleiben. Ja. Ich muss gleich noch meinen Videorekorder aufnehmen und dann zu Super RTL schicken. Ne, ich fand das. Oh, Riesenfehler! Riesenstellungsfehler, fast nochmal durchgemacht. Na, ich fand's aber mega geil. Ich fand's so beeindruckend immer. Ja, auch die ganzen Bilder, die dann rausgekommen sind. Naja, ich habe gefühlt von 10 Domino Days gingen nur 2. Gut, haben sie es nur 2-mal geschafft oder so. Stimmt, das war ja immer dieser Rekord, ne? Ja, genau. Also das war immer sehr schwierig. Back to the 90s, ey. Ey, geil, Mann. Ich hab gleich schon das nächste Thema. Ja, Alter, Chiellini. Und keiner hinten. Und keiner hinten. Ja, wenn Chiellini da ist, ey, dann ist hier was los. Ne, das war schon cool. Weiß gar nicht, wann das abgesetzt wurde. Wahrscheinlich nachdem Linda de Mol gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr. Ja, ich mach jetzt nur noch Hochzeitssendung. Als würde Linda de Mol überhaupt was machen. Was ist sie denn jetzt? 60? Ach Quatsch! Nicht? 60 ist sie doch noch nicht. Die war nicht, also die war nicht alt, ne, aber die war zu dem Zeitpunkt auch nicht jung. Und wenn man ja, mal bedenkt. Die war 45. Einzel? Jetzt googeln wir jetzt. Ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, wir machen jetzt ein bisschen anderes Commentary, ne? Da wird schon mal mitten in der Folge nach Linda de Mol gegoogelt. Gut. Da ist sie. Auto Titan. 50! Guck! 50.
50. Eiskalt ist die 50. Oh mein Gott! Was ist mit der Frau passiert? Was? What the fuck, Ausgeburt der Hölle, ey. Was? Oh mein Gott! Da krieg ich Albträume. Was ist das? Was hat die mit sich machen lassen? Das ist ja ultra eklig. Alter, Immobilien, geh nicht um den Sack. Alter! What the fuck? Boah, ist das ekelhaft! Linda, was passiert mit dir? Boah, mir wird schlecht, wenn ich da hingucke. Ich muss das wegmachen, ey. So veränderte sich Linda de Mol über die Jahre. Also wir gucken hier gerade so ein Bild, was in 20 Jahren passiert ist mit der... Oh mein Gott! Du hast das davor aber nicht gesehen. Was ist der Prop? Oh mein Gott, ist mir schlecht. Oh mein Gott! Hauptsache, du bist gerade auf Bild, Alter! Ich glaube, wir machen die Wohnung. Breaking News, Junge! Was denn? Berlin-Polizei nimmt Schmuckräuber fest. Nein, Linda de Mol. Achso. So, erstmal hier. Was ist denn mit der Frau passiert? Ist das die Ort? Nein. Aber. Linda de Mol suchen, aber. Aber erstmal ein Artikel über schlaffe Brüste. Linda de Mol. Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht konzentrieren. Schau, da sah die noch anständig aus. Wie eine Frau, Alter. Jetzt sieht die aus wie Mom von Isaac. Richtig, man kennt sie nicht, aber sie sieht so aus. Wenn man ja, sofort... ist echt so, ey. Der Mund auch, ne? So diese Zähne, alles. Das sieht so richtig so... geworden, oder was ist das hier? Okay, ich fürchte, das ist nicht Linda de Mol. Oh, wieder der Boss. Wieder Boss. Ich bin mit 12 Mann. Oh mein Gott, ey. Das geht ja gar nicht. Geht auf keine Kuhhaut. Ja, ist okay, Wolf. Halt die Schnauze, hab ich überhaupt nicht gesagt. Wolltest du auch was sagen? Meine Güte, ey. Wer ist tot? Lametzi? Ja. Cool. Fuck. Alter. Puh, mal ganz kurz über Linda de Mol gelästert. Läuft. Und jetzt reden wir über Art Attack. Art Attack, was? Ey. Das war richtig geil, oder? Art, der Typ war richtig lässig. Der neue jetzt nicht? Ich kenn den nicht. Als hätte ich Art Attack irgendwann mal geguckt in den letzten 18 Jahren. Oh! Die wollen heute alles in der Tour machen. Ist okay, Isaac. Das ist, wenn man redet und gleichzeitig in die Kommentare liest. Das ist doch geil. Ist echt so. Göttlich, ja, aber Art Attack war richtig geil. Art Attack war echt geil. Ey. Wie oft ich da Sachen nachgebaut habe. Ja, ne? Hast du gemacht? Ey. Ich nie. Nicht? Nee, ich war dann doch immer so der Kreative, ne? Das, echt? Ja. Okay, deswegen wolltest du ja auch ein Mediengestalter werden, ne? Ja. Du bist eher so das kreative Köpfchen, ne? Das Abseits. Ist mir egal, mach ich trotzdem halt. So. Oh mein Gott, ey. An der Linie ist Ushida, läuft. Azuto. Ah. Ja. Sehr geil. Ja, läufst du auch konstant raus? Nö, jetzt ist Pfostentor. Aber Außenpfosten dadurch. What quasi, the fuck? Quasi Phantomtor. Vor allem war das Phantomkeeper. Nein, ja, nein. Und dann so eine Scheiße, Alter. Ja gut, da sah Kili nicht schlecht aus. Er wollte wieder Fallrückzieher machen. Hm. Göttlich Gummibären machen. Nachbauen hat nie funktioniert. Was bei dir? Hast du das auch immer perfekt hingekriegt? Ja. Meistens schon, ja. Meistens. Nicht immer, aber immer öfter, ne? So, wieder Ibrahimovic. Lavezzi. Ja, wo willst du noch hin? Was denn? Warst doch schon durch. Mir doch egal. Ich will Durcher sein. Durcher? Ich mag das nicht so englisch. Okay. Also eigentlich schon. Beste Sendung war der Lina Launebär. Was? Ich kenne nur... Lila Launebär? Wahrscheinlich irgend so ein Typ mit der Gitarre, ne? Das kann ich mich irgendwie noch schwach dran erinnern. Oh, sensationell. Ganz gut. Und, halt und der Lord hat's geschossen, ne? Der Lord? Ja, wahrscheinlich. Da war die Ankündigung. Ich hab's ja gesagt. Was ist denn der Lina Lila Launebär? Jetzt geh... Boah, ich weiß schon, wie die Folge heißt. FIFA, let's google. Let's google, wir spielen FIFA. Irgendwie sowas. Let's Lila Launebär. Los, das ist der Typ mit der Gitarre, der immer Lieder gesungen hat und alles. Ist nicht mal lila! Ja. Alter, der Typ ist ja mal... Das ist voll der Pedo, Alter. Das ist der Pedo-Bär. Göttlich, den krieg ich noch. Wie hieß er? Oh, der, von dem hatte ich immer Angst. Mann, wie hieß denn der?
Der komische Hase? Als die Tiere den Wald verließen. Mann, wie hieß denn der Typ jetzt? Alter! Weppi! Wetzi wird aber auch heute umgebracht, ne? Kettlich Vampi, Mann! Vampi ist super! Ist mir gerade selber eingefallen, by the way. Unfassbar! Jawoll! Zweimal Pfosten! Bam! Sensationell! Pfosten. Bam! Sensationell! Bam! Komm, machen! Vampi hat's gemacht! Ey, Vampi. Kettlich Vampi, ey! Falls ich irgendwann mal WoW anfangen sollte, ich nenne mich Vampi. Vampi. Das ist super. Und spielst Hexenmeister, oder? Vampi, die Hexe. Ich war immer, wie heißen die? Tau? Mhm. Ja, und da hieß ich Memphis. Memphis? Auf so einem Russen-Server. Sehr kreativ. Memphis! Toll. Hauptsache, den macht der nochmal mit so einem Bicycle, Alter. Das kann doch nicht sein. Was rauchen die denn? Immobile, Alter, bleib mal stehen. Meine Fresse, willst du dir ein Haus kaufen oder was? Immobilie? Ich bitte eh kurz. Muss ich. Und dann machst du nichts draus. Also er macht nichts draus. Ach, göttlich. Ja, von Vampi bin ich schon ein bisschen Fan jetzt. Irgendwas. So ein Vampi-Let's Play. Ob wir immer Mittwochs FIFA spielen? Nee, ist meistens sehr random. Mal Mittwochs, mal Dienstags, mal Donnerstags. Aber sehr sicher meistens nie freitags oder montags. Das kann man immer sagen. So, Immobile. Damit wir auch immer wieder ins Geschehen eingreifen nach 15 Minuten. Kann man ruhig mal machen. Kann man mal machen. Immobile ist durch. Immobile, kurze Pfosten. Ist ja nicht so, als wäre das quasi klar gewesen. Ne? Das hätte doch kaum klarer sein. Das kann doch kaum klarer sein, wie der Name eines Jungen. Richtig. Vor allem mit links und der Picke, ey. Sind wir hier auf dem Bolzplatz, oder was? Schon. So wie der Rasen aussieht. Und er hat dann einen Bock. Kommt aber Gott sei Dank nicht durch. Und Ibrahimovic wieder. So, bringt den Ball auf Pogba. Matuidi. Jawohl. Oh. Ja, Neil Pausopi, man sieht's halt immer wieder. Und da ist der Lord. Der Lord. Lord Bentner! Zu langsam für die Welt. Ne, für Chiellini reicht's doch. Leck mich am Arsch. Mann! Gedreht? Ja. Ja! Ist okay, Sönke. Ja, gut, dann steht's halt hier mal ganz kurz 3-2. Du hast ja gesagt, das erste Spiel in der Division ist immer so. Ja, und du musst jetzt weiter scheiße. Google mal bitte weiter, das ist besser. Das ist besser, ne? Sag doch, wenn man nicht über Spiel redet, dann ist das viel lässiger. Ja. Oh, da geht aber durch. So, Pogba. Pogba! Hätte mal das Foul lieber gezogen. Und dann wollte er schießen. Und, Hauptsache, der Schiri blockt mich da, Alter! Immobile wieder. Oben ist El Shaarawy. Weißt du, welches Auto El Shaarawy fährt? Ein Ferrari. Alter. Meine Fresse. Ich hätte hier fast was kaputt gemacht. So. Alter. Ich klär den nach vorne, weißt du? Der spielt die Linie zurück. Schön die Grundlinie entlang und dann Chiellini mit der Hacke, weißt du? Ja, ich wurde eben erlordet. Erlordet? Ja, nicht ermordet, ich wurde erlordet. Und das liegt natürlich auch daran, weil ich kein Ulreich im Tor hatte. Richtig, Ulreich hätte nämlich gehabt. Göttlich American Gladiators, das habe ich auch geliebt. Das habe ich sogar damals auf dem NES gespielt. War jetzt nicht unbedingt kreativ, aber war witzig. Na, Gladiators, da gab es ja dann nochmal die Neuauflage mit Hulk Hogan. Die habe ich auch mal eine Zeit lang geguckt. Ich glaube, die erste Staffel habe ich sogar geguckt, die zweite nicht mehr. Aber nur wegen Gina Carano. Nur deswegen habe ich American Gladiator die Neuauflage geguckt, weil das eine geile Sau ist. Eine? Und die andere? Das war nicht so geil. Das waren nur aufgeplustete Hähnchen. So. Aber nee, American Gladiators aus den 90ern ganz groß. Ich fand grundsätzlich so... Ausschauschen.
So Sendungen. Weißt du, jetzt muss er den direkt nehmen, jetzt nimmt er den vorher mit dem Kopf an. So Sendungen wie American Gladiators oder Wipeout, da stehe ich voll drauf. Ich liebe so Sendungen. Ich würde sowas auch so gerne mal selber machen. Takeshi's Castle, Alter. Takeshi's Castle war die geilste Serie eigentlich. Also da habe ich ja wirklich jede Folge geguckt. Bentner! Ich glaube, aus den 300.000 Episoden, die ich gesehen habe, haben sie nur 5-mal gewonnen. Ja, das war so krass. Die haben nie gewonnen, ey. Das war so selten. Ich denke mir so, hä, was haben die denn für Autos dann am Ende? Ja, ja. Oder die übrig gebliebenen? Mann! Ach, so das Spiel drehen. Das wäre so ein Lebenstraum. Einmal so eine Art American Gladiators, Wipeout, Takeshi's Castle. Das wäre geil. Ja. Ja, ist alles okay. Ist alles okay. Ja, Flanke in die Mitte, ist aber keiner. Der Bendtner erleuchtet ganz woanders. Sportsbacker fand ich nicht so cool. Da konnte ich mich nicht mit identifizieren. Mit was? Gina Carano ist nicht mehr im MMA aktiv, aber wollte wieder einsteigen jetzt. Und zwar wollten die tatsächlich Ronda Rousey gegen Gina Carano booken. Gina Carano wäre danach wahrscheinlich gestorben. So wie alle Gegner von Gina, von Rousey sterben. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, die ist, nach ihrer ersten Niederlage hat die ja dann aufgehört. Ne? Und jetzt, ich weiß nicht, ob das noch tatsächlich noch steht. Es ging auf jeden Fall mal das Gerücht um, dass sie das irgendwann in diesem Sommer machen wollen. Aber ich, ehrlich gesagt, glaube ich es nicht. Mal sehen. Ach, Gina Carano bei American Gladiators Neuauflage war sehr geil. Ja, nee. Voll auf den Mann, der Bendtner. So nicht. Oder war sie mobile? Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht aufgepasst. Rede du weiter einfach über jetzt. Ja, nee. Alter! Was ist denn? Ich komm nicht durch. Ja, du kommst nicht. Ja, und Immobile. Ja, ja, das war schon Bendtner. Immobile. Ich hab Pfosten getroffen mit dem letzten Spiel. Alter, ich hab grad dreimal Pfosten getroffen, ey. Ja, sag ich doch. Ja, das meine ich doch. Insgesamt. Ja. Von allen. Ja. So, Beister. Ibrahimovic, hol den Punkt. Komm. Ibra. Ey, da kann er sich da nicht gegen Tremolinas durchsetzen. Ist das dein Ernst? Ja. So sieht's wohl aus. Was willst du jetzt wechseln? Ja, alles. Quatsch. Komm, hol den Punkt. Ja, Fehler. Ibra, komm. Da fallen sie jetzt nochmal wie die Dominosteine. Lavezzi, abseits. Und selbst wenn nicht, dann wäre es noch schlimmer gewesen. Da ist dann auch das Abseits. Jetzt auf kurz spekulieren, jawohl. Komm schon. Ibra! Ja, nimm Ball mit, du Fotzensohn! Ach ja. Ich hab's dir gesagt. Jetzt scheiß Chemie, scheiß Team. Ich verliere. Laut Bendtner halt, ne? Und das erste Spiel. Ach, herrlich. Herrlich. Find's schön, ja? Ja, Mann. Macht richtig Bock grad. Ich hab schon wieder richtig... Ich mach mir ein neues Team. Ankündigung. Was? Ja, ich mach mir ein neues Team. Holy shit! Ich mache mir ein neues Team. Ich brauche keine vielen Coins. Ich brauche auch nicht warten, bis ich irgendwas erkomme. Ich mache ein neues Team. Luca macht ein neues Team. Hashtag Ansage. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Nee, das geht mir auf den Sack. Jetzt muss ich allerdings erstmal rankommen. Das schauen wir gleich mal, ob ich das schaffe.